Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Talk Special von mir, WW Games Let's Play und GameZocker 81. Hi. Ich muss dazu sagen, Patrick hat keinen Plan, wovon ich gerade rede. Also er weiß von nichts. Und zwar wollte ich euch was vorstellen. Und zwar, wie man hier schön sehen kann, war heute Nacht kann das sein, ja. Ungefähr. Um 3 Uhr ein kleiner Livestream von WWE und es wurde eine neue Neuigkeit vorgestellt und zwar WWE Network. WWE Network ist eigenständig und ist im Prinzip wie Sky. Man muss jeden Monat $10 für bezahlen. Aber wenn man es einmal gemacht hat, bekommt man dieses Jahr WrestleMania 30 kostenlos dazu als Pay-per-View. Und ja, es gibt so kleine Extras, wie zum Beispiel, man kann sich Post- und Pre-Shows von Raw und SmackDown angucken. Man kann sich NXT anschauen. WrestleMania Rewinds, also die größten Momente von WrestleMania kann man sich anschauen. Eine neue Reality-Show nach Total Divas kommt jetzt, WWE Legends House. Und zwar unter anderem mit, oh Gott, wie heißen sie alle? Roddy Piper ist dabei, Pat Patterson ist dabei und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja, zudem gibt es noch den WWE Countdown. Ist so eine kleine Ranking-Show, wo man die besten Cash Raps, also na, sag doch mal eine. Zum Beispiel, if you have to mail with the box cooking oder Austin 316 give you a hell yeah, wie soll er heißen. Die besten Entrance Teams, Finisher und Superstars, glaube ich, auch. Wo werden auch in diesem Ranking dabei sein. Zudem gibt es ein kleines ja, Special. Und zwar die Monday Night War. Nicht War, sondern War. Nämlich die Geschichte von WWE gegen WCW. Shows während dieser Zeit der Attitude Era von der WCW und der WWF. Also jetzt WWE. Und ja. Hab ich alles? Ich hoffe, naja. Gut, so Patrick, was hältst du davon, von diesem neuen Konzept? Weil. Sky. Ach, ich habe was vergessen. Hab was vergessen. Egal, nicht schlimm. Ich habe was vergessen. Man kann ohne Scheiß sich auch Shows von der AWA angucken. Von der NWA. Und von der E. CW. Kann man sich die alten Shows angucken. Und WWE Network wird leider nur in den USA und in den Ländern Kanada, Australien und wie sie alle heißen kommen. Weil WWE, wisst ihr ja, ne? Aber es gibt einen Weg, wie man diesen Stream kostenlos gucken kann, also das WWE Network. Und zwar über die Seite whsports.net. Es ist eine Streaming-Seite. Die haben, was denn? Okay. Bei denen habe ich nämlich diesen Stream auch geguckt. Hier kann man auf dieser Seite nochmal als Replay nachgucken, wenn man was genau was erfahren möchte. Zudem braucht man keinen Computer dafür. Weißt du warum? Okay, doch. Naja. Ne? Man braucht eigentlich nur ein Netzwerk, weißt du warum? WWE Network wird unter anderem auch über die Xbox Live und PlayStation Network
zur Verfügung stehen. Heißt, man kann WWE Network auch auf der PS3 oder der Xbox zugreifen. Xbox One braucht kein Mensch, also nur über Xbox 360. Ja. PS4 glaube ich auch noch nicht, also für die normalen Konsolen. Weil PlayStation 4 und Xbox One, ne, mir gefallen die Konsolen nicht. Aber können wir uns ja beim nächsten Let's Talk drüber unterhalten. Ja, damit danke ich es, mich erstmal fürs Zuschauen an diesem Let's Talk, von diesem Special. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Patrick, trotz deiner Müdigkeit, dass du doch noch Zeit hattest, um zu kommen. Und am 15.01.2014 kommt wahrscheinlich dann das Let's Talk von Patrick. Ach so, nee, eventuell. Ich liebe sein Fraps, ich möchte es heiraten. Okay. Ja, und wie, ne? Gut, alles klar. Dann hol die Bandicam. Bis. WTF? Was hast du mit schon? Darf ich dich erschießen? Ja, das war der Fehler, du Pfeife. Warum hast du die Einstellungen gelassen? Ja, Fraps FCW. Gut. Okay, dann danke fürs Zuschauen und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses WWE Network Konzept findet. Auch du. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ach, bevor ich es vergesse, es gab Spezialauftritt von D-Generation X. Stone Cold Steve Austin kam wieder. Und natürlich niemand Geringeres als rate mal. Undertaker, denkst du, der will da irgendwas über WWE Network erzählen? Ja, super. Wenn du jetzt keinen Tag, bringe ich dich um. Nein, der war nicht da. Ich geb dir einen Tipp. Nein, 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 ich geb dir einen Tipp. Superman himself. Ja, John Cena war auch bei diesem Gespräch dabei. Superman war auch bei diesem Gespräch. Ach, Superman. Super Cena war auch bei diesem Gespräch dabei und hat den Countdown. Aber Gott sei Dank nur den Countdown für dieses. Sag ich schon. Er hat, also Stone Cold hat was über WWE Network erzählt. Die Generation X haben Scheiße gebaut. Und ohne Scheiß, Stephanie und von Michael hat Stephanie McMahon auf den Arsch geguckt. Ja, das war sowieso der Höhepunkt dieser ganzen Scheiße da. Was ist WWE Network? Oh, Shawn Michaels hat Stephanie auf den Arsch geguckt. Geil. Angucken. Ja, unser Super Cena war Gott sei Dank nur zum Schluss da. Warum hätte ich eigentlich Cena gerade so? Keine Ahnung. Und er hat den Countdown für dieses WWE Network Ding und es kommt in 42 Tagen. In den USA. So, jetzt das Ganze nochmal auf Englisch, dann Rest. Nee, nicht wirklich. Upsala, Entschuldigung. So, alles klar. Das war alles von mir aus. Patrick, hast du noch letzte Worte zum WWE Network? Ja, hast du, sag sie. Okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie euch dieses neue Konzept gefällt. Und bis dahin.